Herzlich willkommen. Hier ist das zweite Video zur Kommissionierung Pick und Pack in der zweistufigen Kommissionierung. In dem Video einstufige Kommissionierung habe ich euch gezeigt, wie man relativ zügig Aufträge abarbeitet. Die zweistufige Kommissionierung ist, sage ich mal, für Kunden, die viel Ware verschicken und vielleicht auch eine hohe Anzahl an Fehlern haben und dadurch sich Retouren ergeben. Wir gehen mal in die Auftragsübersicht rein und machen ganz kurz eine Rekapitulierung vom letzten Fall. Ich habe hier im letzten Video die Lücker UG im Bereich B2B verschickt. In dem Projekt B2B habe ich die einstufige Kommissionierung in Central gewählt. Was wir jetzt machen, ist Nico aus dem Shop die Bestellung. Das ist eine B2C-Bestellung, genau, weil das ein Shop-Kunde ist. Und hier mache ich zweistufig, weil ich im Prinzip festgestellt habe, ich muss einmal im Lager kontrollieren und ich muss beim Versand im Versandzentrum nochmal scannen, weil ich festgestellt habe, ich habe eine zu hohe Retourenquote, weil die Leute falsch packen, zum Beispiel. So, wir gucken uns im ersten Schritt jetzt erstmal nochmal die Projekteinstellungen an aus dem Shop. So, da bin ich reingegangen, Einstellungen, Logistikversand. Hier hat Central immer schon eine Voreinstellung gemacht. Das heißt, ich habe hier die zweistufige Pickliste gewählt, den zweistufigen Versand, kann ich drücken, ja, und dann aktiviert das Central automatisch und setzt schon die Punkte so, wie wir sie brauchen. Was ich im ersten Video auch hatte, das wird hier einfach einfache Lagerbuchung und Scannen im Versandzentrum habe ich ausgewählt. Das heißt, es wird rausgebucht und dann muss ich nochmal die Artikel scannen. Ne? Der zweite Schritt, die zweite Instanz zur Sicherheit, dass ich wirklich das Richtige verschicke. Hier nochmal, das könnt ihr euch alles durchlesen, das ist auch alles wichtig, wenn ihr das braucht. Ne? Aber hier für Leute, die nicht auf Papier im Lager unterwegs sind, sondern alles mit einem Pocket-PC machen und bei Central die Multi-Order-Picking-App haben, das heißt mobile Kommissionierung, dann wird hier das angeklickt, solange ihr auf Papier ganz normal kommissioniert, lassen wir das aus. Wo soll was rauskommen? Also im Versandzentrum möchte ich dann haben Lieferschein, Rechnung oder Pickliste und in welcher Stufe soll das DHL-Etikett, also das Versandlabel, ausgedruckt werden. Hier unten in der ersten Stufe, wir brauchen jetzt beide, darum zweistufige Kommissionierung. In der ersten Stufe brauchen wir bei der Versandübergabe, das zeige ich euch gleich im Auftragswesen, eine Kommissionierliste und dann sagt Central, die Rechnung auch erst nach dem Versandprozess erzeugen. Also erst, wenn ich wirklich das Versandlabel in der Hand habe, wird eine Rechnung im System erstellt. Dann ist es ein B2C-Kunde, ja, so ein Shop-Kunde, der kriegt in der Regel nicht immer einen Lieferschein mit rein, ja, weil das Papier sparen wir uns. Der kriegt nämlich hier hinten, sehen wir das, in der zweiten Stufe nach dem Upscan direkt eine Rechnung zugeschickt mit der Tracking-Nummer, die wir erfasst haben. Ne? Und jetzt habe ich gesagt, hier drücke ich einen Lieferschein raus, ja, dann kann ich den im Prinzip in der letzten Stufe, wird er ausgedruckt, nehme mir, wenn ich das verpacke, kann ich auch nochmal rausnehmen. Ja, sage ich, nee, wir machen jetzt rein B2C ohne Lieferschein, gibt noch Rechnung und Tracking-Nummer. Paketmarke drucken, jawohl, Tracking-Nummer erfassen, brauchen wir auch. Weiter unten noch, wenn ihr mit Food oder Seriennummern arbeitet, also Food, MAD und Charge, dann könnt ihr sagen, ich möchte im Versandzentrum die Charge erfassen, dann müsst ihr das anklicken, diese drei, ne, für Seriennummer und so weiter. Wenn ihr sagt, nee, brauche ich nicht, wir arbeiten nach dem First-In-First-Out-Prinzip, also ihr kommissioniert sowieso im Lager das Datum, was jetzt erstes abläuft oder die Charge, die ganz vorne liegt, dann gibt das Central so aus. Ja, ich gehe mal auf Speichern, habe alles eingestellt und gehe jetzt nochmal hier oben auf Auftrag in den Reiter. Und jetzt machen wir mal diese Versandübergabe, wo im Prinzip laut meinen Projekteinstellungen, oh, das zeige ich euch nochmal, Sachen gedruckt werden. Also in der ersten Stufe bekomme ich eine Kommissionierliste, weil das die Basis ist, wie ich durchs Lager laufe. Also, ich filter mal nach offen, dann sehe ich das, was ich heute verschicken muss und da ist meine Nico-Bestellung. Ja, sind noch mehrere grün, das heißt in der Versandübergabe, da wo jetzt was gedruckt wird, entweder eine Pickliste oder ein Lieferschein, die suche ich mir jetzt aus. Was möchte ich alles in den Versand übergeben? Ich kann einmal alles machen, ne? Das ist so das Klassische. Hier auch nochmal, wie ich es im ersten Video gesagt habe, ganz wichtig. Startet alles mit der Versandübergabe. Also egal, ob das ein Speditionsauftrag ist, ob das ein Fulfillment-Auftrag ist, Dropshipping oder ihr selber versendet. Versandübergabe und dann gehen die logistischen Wege weiter. Weil es wird in dem Projekt auch gesagt, es wird eine automatische Lagerausbuchung gemacht, wenn wir einen Lieferschein drucken. Das wird
Meistens, wenn man den Auftrag manuell weiterführt in den Lieferschein und dann in eine Rechnung, wird das vergessen, dass man den Lieferschein manuell ausbuchen muss, also den Bestand, der da auf dem Lieferschein geführt ist. Ja, also macht das bitte immer hierüber, dann können wir nichts falsch machen. So, ich will jetzt nicht alle nehmen. Ich nehme jetzt hier nur meine Nico B2C-Bestellung, sage Autoversand, das macht ihr bitte auch, ausführen und jetzt übergebe ich das Ganze ins Lager zum Kommissionieren. So, ne? Nico-Bestellung ist weg. Jetzt gehe ich ins Lager und starte den Kommissionierlauf oder Versandzentrum. Das mache ich für euch jetzt mal beides auf, dass ihr den Unterschied seht. Es gibt zwei Videos dazu. Ja, einmal im Kommissionierlauf seht ihr hier, wenn ihr im Bereich B2C seid und habt viele Kunden mit vielen kleinen Produkten oder Bestellungen, dann wird im Prinzip eine Pickliste erzeugt, wie die hier unten, habe ich im einstufigen Video auch gezeigt, ne? Das heißt, ein Lauf, ein Produkt und viele Kunden, wo ich durchkommissioniere durchs Lager. Das heißt, ich laufe nur einmal den optimierten Weg durchs Lager und nicht für jeden Kunden einzeln. Ja, dann ist das dieser Prozess. Wenn ihr sagt, nee, wir wollen das separat machen. Jetzt gehe ich mal hier, ich klicke mal auf Entfernen, dann sehe ich alles. So, jetzt filter ich nochmal nach Datum, da ist der Nico. Ich möchte alles separat machen. Heißt, pro Kunde einmal durchs Lager laufen, dann kann man auch hier rüber laufen. Ja, offene Lieferung. Da habe ich Nico, kann ich jetzt auswählen. Was ich mal ganz toll finde, wenn ich über den Kommissionierlauf starte, dann komme ich auch hier hin, aber das System filtert mir dann alles immer ganz sauber raus, nur für meinen Lauf, den ich machen muss. Jetzt nehmen wir mal hier den Nico-Lauf. Ich habe meine Pickliste ausgedruckt, ne? Die sieht dann so aus. Die ist im Prinzip rausgekommen. Hier schon im Drucker liegt die mit dem Knopf Versandübergabe, also wo ich das aus dem Auftragswesen rausgezogen habe und hier in den Kommissionierlauf gepackt habe, habe ich ja über die Projekteinstellung gesagt, hier druck mir eine Pickliste und zwar im Druckerlager. Ja, und dann kommt die da einfach raus. So, wenn ich das alles kommissioniert habe, ne, ich habe meine Pickliste, laufe durchs Lager, habe einen Haken überall ran gemacht an die Produkte, die ich kommissioniert habe. Ich kann das vorher auch bestätigen. Ja, so im Prinzip, dann steht hier vorne in der Seite davor, wird jetzt bearbeitet von mir. Kann jetzt hier sagen, okay, ich bin mit dem Kommissionierlauf 61 durch, habe alles kommissioniert, kann das hier manuell bestätigen, ja, dann geht das weg. Wenn ich nochmal drücke, passiert das gleich, als wenn ich hier drücke, je nachdem, wie ihr wollt. Zack, gehe zum Versandzentrum. Jetzt sind wir wieder im Versandzentrum, wie hier auch, und ich habe jetzt das hier oben zweimal auf, hier ist einmal die globale Übersicht. Und hier, wenn ich ins Versandzentrum reingehe, aus einem Kommissionierlauf heraus, filtert einem das System nur die Läufe raus, wo, also den Lauf raus, wo man drin ist. Jetzt ist hier nur ein Auftrag drin mit einem Lieferschein. Wenn jetzt hier mehrere sind, dann kommen die alle drunter. Und hier kann ich dann auch wieder zurückgehen. Mit dem Klick Entfernen kommen wir wieder in diese Gesamtübersicht. Wir wollen aber in diesem Lauf bleiben. Ich will ja nicht zu viel erzählen, sonst verwirre ich euch nur. Lieferschein, Nico, und jetzt kann ich sagen, ich scanne den Lieferschein. Haben wir ja nicht ausgedruckt. In dem Projekt haben wir eingestellt. Ich brauche nur eine Kommissionierliste. Wenn ihr das wollt, per Lieferschein macht ihr das auch. Ansonsten steht auf der Kommissionierliste auch die Lieferscheininformation. Ich mache das mal auf. Ja, ganz unten nämlich sind hier Kunden, Lieferschein, Barcode. Das ist genau das gleiche, was auch auf dem Lieferschein drauf steht. Ja, und jetzt könnte ich hier im Prinzip den Lieferschein, Barcode einscannen von meiner Pickliste. Ich kann aber auch den Lieferschein ja kopieren, Copy-Paste und eintragen. Ich kann die Kiste kommissionieren, wenn ihr in der Boxenkommissionierung seid. Oder ich scanne den Artikel, wenn ihr sagt, wir sind hier in so einem Bereich Amazon, ich habe nur Bestellungen mit einem Produkt, dann scanne ich den Artikel und Central sucht sich den Lieferschein mit dem einen Produkt raus und dann kommt das Label raus. So, ich gehe jetzt hier rein in den Lauf, entweder hier über diesen Scan oder auch manuell, kann ich klicken. Und jetzt kommt die zweite Stufe. Ich muss jetzt nochmal alle Artikel einzeln abscannen. Die sind jetzt alle rot. Ja, das nehme ich jetzt hier. Diese Artikelnummer scanne ich jetzt mal. Hier oben. Kann ja nur Copy-Paste machen und bestätige das. Ja, letztendlich, der Cursor von Central ist immer schon hier drin. Wenn ihr den Artikel abscannt, den Barcode, die EAN, wird das automatisch ausgefüllt. Artikel erfassen. Und jetzt seht ihr, schwarz geworden, soll 1, ist 1, okay, zack. Ja, wenn ihr keinen Scanner habt, dann können wir das auch hier bestätigen. Ja, und so haben wir im Prinzip einmal kommissioniert und hier nochmal alles das, was wir jetzt ins Paket gepackt haben, nochmal vorher abgescannt, damit wir auch wissen, dass es alles richtig ist. Bestätige ich. Und jetzt, zack, ja, Fehler, weil habe ich nicht angeschlossen, ist mein Paketschein rausgekommen. So, und das ist im Prinzip der Lauf. Zweistufige Kommissionierung. Jetzt gehen wir nochmal in die Auftragsübersicht.
Ja, wir haben ja den Nico-Auftrag abgeschickt. Jetzt gucken wir mal hier, Nico. Jawohl, ist alles abgeschickt. Wir machen die Miniaturübersicht auf und sehen, hier Lieferschein haben wir erzeugt, Rechnung haben wir erzeugt, das haben wir jetzt an Shop übergeben oder per E-Mail von hier aus rausgeschickt und die Tracking-Nummer haben wir erzeugt. Hier nochmal ein Protokoll, Autoversand ausgeführt, das war ich um 10:58 Uhr. Ja, also hat alles geklappt in der Zweistufen-Kommissionierung. Ihr müsst für euch definieren, wollt ihr den großen Weg mit der zweistufigen oder wollt ihr den einfachen Weg mit der einstufigen Kommissionierung? Spart ein bisschen Zeit, ist aber auch ein bisschen ungenauer. Dürft ihr für euch entscheiden. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Viel Spaß!